Hallo ihr Lieben, heute ist Montag der 10.10. und ich mache gerade Mittagspause, ich arbeite heute von zu Hause und da habe ich zwischendrin immer 4 Stunden quasi Mittagspause. Also ich arbeite in so einer Teilschicht dann und jetzt habe ich gerade meine 4 Stunden Mittagspause, die erste Stunde ist schon rum. Ich habe jetzt Mittag gegessen, war mit dem Hund draußen, habe soweit alles erstmal schon erledigt. Jetzt habe ich mich gerade vor den Fernseher geschmissen und werde mir jetzt einfach einen Film angucken. Ich gehe ja schon wieder mit meinem Pony heute. Und ja, ich werde jetzt erstmal die nächsten 2 Stunden nichts machen. Ich warte gerade drüben noch, dass ein Video hochlädt und ja, in der Hoffnung, dass diesmal alles funktioniert. Ansonsten habe ich heute schon Game Maker fertig gelesen. Da hatte ich noch so ein kleines Witzelchen gestern übrig. Und ja, ich muss sagen, also diese Handlung, diese Charaktere, oh, also was die da alles gemacht haben, ey. Also es war so gar nicht meins, ne? Aber ich muss sagen, der Schreibstil und die Beschreibungen in dem Buch und das alles, das hat mir echt richtig gut gefallen. Also ich habe mit Niki auch schon gesprochen und sie hat ja auch zu mir gesagt, ich soll diese andere Reihe von ihr lesen, diese mit Fantasy-Gedöns-Reihe, die wird mir auf jeden Fall besser gefallen, weil da ist auch kein BDSM, was drin vorkommt. Das hat mir auch so ein bisschen... First. Ich habe für sowas kein Verständnis, also das ist definitiv nicht meins, so ein hartes Zeug, nee. Und Niki meinte ja auch, dass der zweite Teil, der definitiv besser ist als der erste. Und ja, gucken, vielleicht lese ich den irgendwann nochmal mit, den zweiten. Und ja, ansonsten müsste ich heute noch Harry Potter lesen, 60 Seiten. Das werde ich dann, denke ich mal, eher auf die Abendstunden verschieben heute. Also, dass ich das eher heute Abend dann lese, wenn ich Feierabend habe um 8. Dass ich mich dann gemütlich hinsetze und lese. Und ja, ansonsten ist bei mir heute nicht viel passiert bisher. Deswegen, meine Tage sind halt, wie gesagt, nicht sehr spektakulär. Die sind halt eher langweilig, weil halt nie wirklich viel passiert. Aber jetzt gucke ich erstmal meinen Film fertig. Milo schläft auch da. Er liegt da und schläft auf meinem Schoß, wie immer. Es ist wieder Winterzeit, da kuschelt er sich immer gerne ran, weil mir ein bisschen frisch ist. Aber so kalt ist es hier gar nicht. Naja, egal. Ich fange wieder an, Blödsinn zu erzählen, viel zu viel zu reden. Also, ich melde mich später nochmal, wenn es irgendwas gibt. Und ja, willkommen in der zweiten Vlogwoche. Wir können jetzt nicht spielen. Mami muss erst mal den Hausputz machen. Du musst du warten so lange, okay? Ich beeile mich. Hallo ihr Lieben, ich dachte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Es ist inzwischen Mittwoch, der 12. Oktober. Ich habe nichts gelesen, außer Harry Potter und der Orden des Phönix. Wir sind jetzt hier, also das Stück haben wir schon gelesen. Das müssen wir noch, das machen wir die Woche noch, also... Ich denke mal 1,5 Wochen jetzt, diese Woche noch. Nächste Woche, jetzt sind wir mal 2 Wochen, denke ich mal, sind wir noch beschäftigt. Ehe wir mit diesem Buch durch sind, wir lesen aber auch in wirklich kleinen Abschnitten, muss ich sagen, weil dieses Buch ist vom Schreibstil her wieder sehr ausladend und sehr... Deswegen haben wir gesagt, wir lesen es da in kleinen Schritten lieber. Und ja, was kann ich euch sonst noch berichten? Ich habe heute endlich damit angefangen. Das ist der letzte Stern, das ist der 3. Teil der 5. Welle. Ich habe wirklich erst angefangen. Ich bin auf Seite, ich glaube, 10. 14, hey. Das ist ja der Abschluss dieser Trilogie. Ich bin schon gespannt, wie das Ganze ausgeht. Das Ende vom 2. Teil hatte ja schon so einen fiesen Cliffhanger, der jetzt alles nochmal umgemodelt hat irgendwie, wo man dann dachte so, wie, was? Was ist denn hier jetzt los? Das geht ja gar nicht. Und ja, deswegen bin ich auf dieses Buch auch schon so gespannt. Und ich merke aber, dass ich echt kurz davor bin, in eine Leseflaute zu rutschen. Und das ist richtig scheiße. Das ist richtig, richtig scheiße. Und ich möchte keine Leseflaute. Ich will das nicht. Deswegen zwinge ich mich jetzt einfach zum Weiterlesen, auch wenn ich im Moment nicht wirklich Bock drauf habe. Und ja, hoffe, dass alles gut wird. Was kann ich euch sonst noch berichten? Ich habe noch ein Buch beim Verlag angefragt. Und zwar dieses hier, Dirty Secrets von Jay Kenner. Das ist vom Diana Verlag. Das ist aber so ein erotisches Buch. Und ich bin mal gespannt. Die Geschichte hat sich eigentlich ganz interessant angehört. Ich komme im Moment echt nicht über... New Adult oder Erotik drüber. Also so Jugendgeschichten, ich weiß nicht, das ist im Moment echt schwierig für mich, das zu lesen. Ich brauche irgendwie was, was mich wieder so nach oben bringt.
Und ja, das habe ich vom Verlag noch bekommen. Und dann hatte ich gestern einen richtig schlechten Tag. Ich hatte einen richtig, richtig schlechten Scheißtag. Und wenn ich richtig schlechte Scheißtage habe, dann muss ich mir was Gutes tun. Also bin ich in der Mittagspause losgerannt ins Kaufland und habe erstmal Mozartkugeln gekauft und Gummibärchen und Kinderriegel, dass ich was fürs Gemüt habe. Und dann war ich noch in der Buchhandlung in der Mittagspause und habe mir das Schätzchen hier gekauft. Beginne gern von Mona Kasten. Ich hatte es ja in meinem Neuerscheinungsvideo erwähnt, dass ich es mir vielleicht noch mit kaufen werde. Und ich hatte gestern so einen richtigen Scheißtag. Und ich hatte keine Ahnung, was ich mir sonst jetzt für ein Buch kaufen möchte. Weil, wie gesagt, ich mag im Moment nur so New Adult, Young Adult lesen. Deswegen, ach Quatsch, New Adult Erotik mag ich im Moment lieber nur lesen. Und deswegen habe ich mir das Schätzchen hier gekauft. Und ich muss sagen, es ist im Vergleich jetzt zu einem normalen Taschenbuch schon recht groß, ne? Also, es ist ein großes Buch. Und ich muss sagen, ich finde das Cover echt hübsch. Da hat der Lux Verlag echt ganze Arbeit geleistet. Gefällt mir richtig gut. Schlicht, einfach, aber trotzdem schön. Ich bin auf dieses Buch sehr, sehr gespannt. Ich bin ja über Mona quasi überhaupt erst zum Booktube gekommen. Also sie war wirklich die erste YouTuberin generell, die ich geguckt habe. Und auch so die erste Booktuberin, die so über Bücher gesprochen hat. Deswegen freue ich mich schon sehr auf dieses Buch. Ich habe ja auch Schattentraum 1 und 2 jetzt, bis jetzt gelesen. Da müsste ich den dritten auch mal noch irgendwann mal mitlesen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich denke mal, ich werde es dann auch jetzt demnächst gleich mitlesen, so als Motivationsbuch, dass ich vielleicht wieder ein bisschen den Leseaufschwung bekomme und nicht jetzt hier so komplett abrutsche in eine Leseflaute. Das möchte ich nicht. Und dann sind heute noch endlich meine Visitenkarten gekommen. Ich habe mir für die Messe Visitenkarten bestellt, weil wenn man da an dem Verlagsstand ist und sich mit dem Verlag unterhält, die fragen einen immer nach Visitenkarten und ich hatte immer keine. Deswegen habe ich mir jetzt so ein paar ganz einfache machen lassen mit so einer Vorlage. Wartet, so steht so scharf? Da. Ich finde die eigentlich ganz hübsch. Ich habe da noch mein Bild drauf geknallt, dass die wissen, wie ich aussehe und fertig ist der Lack. Ich habe da jetzt nicht viel Primbramborium gemacht und ja, mal gucken. Habe ich jetzt Visitenkarten. Schönen guten Abend. Wir haben inzwischen Donnerstag und ich mache gerade eine Pause von der Arbeit. Also ich arbeite gerade noch und deswegen mal diese Perspektive, weil ich jetzt gerade vorm PC sitze, wo ich arbeite. Und ich brauchte jetzt aber gerade mal irgendwie 5 Minuten Pause. Was wollte ich euch sagen? Ich habe heute schon gelesen und zwar Der letzte Stern, da bin ich jetzt auf Seite 137, also ich sag mal, ein gutes Drittel habe ich schon von dem Buch. Und ich muss sagen, bisher gefällt es mir ganz gut. Ich habe ja letzten Monat aus dem zweiten Teil gelesen, muss aber sagen, dass ich so bei 2, 3 Stellen so dachte so, ach ja, so war das, stimmt. Also es ist nicht irgendwie komplett alles hängen geblieben vom zweiten Teil, obwohl ich, wie gesagt, das ja letzten Monat das gelesen habe. Irgendwie traurig, aber ich glaube, bei der Menge an Büchern, die ich gelesen habe, ist das kein Wunder. Diesen Monat werden es definitiv nicht so viele, das weiß ich schon. Bisher gefällt mir das Buch ganz gut. Wie gesagt, ein Drittel habe ich jetzt weg. Es ist noch nicht wahnsinnig viel passiert wieder in der Geschichte, aber schon ein bisschen was. Es geht nicht ganz so schleppend voran wie der zweite Teil. Der zweite Teil hat sich am Anfang sehr gezogen. Und wie gesagt, beim dritten bis jetzt, ich komme gut durch, es sind viele Szenenwechsel, es sind viele Erzählerwechsel, also man liest ja hier aus mehreren Perspektiven auch und man hat jetzt hier schon, ich glaube, 4 oder 5 Perspektivenwechsel drin gehabt, also Erzählerwechsel, ne, von den Charakteren her. Das macht das Ganze aber ein bisschen abwechslungsreicher und es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, das zu lesen. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht am Ende und worauf das Ganze nun schlussendlich hinausläuft und mein Handy vibriert hier rum. Ansonsten kann ich euch noch eine Story erzählen von gestern Abend. Ich habe ja gestern auch bis 20 Uhr gearbeitet hier und auf einmal, mein Freund, der hatte Nachtschicht, deswegen hat er gestern Nachmittag nochmal geschlafen und die Tür hinter mir war offen und der Hund war drüben in der Stube. Und auf einmal denke ich, was ist denn das für ein komisches Geräusch? Geh rüber in die Stube, da frisst der Hund einen Kinderriegel. Da hat er sich einen Kinderriegel samt diesem Silberpapier, so stückchenweise, nicht alles, aber stückchenweise dieses Silberpapier reingeleiert. Ah, ich sag's euch, ich habe einen Brüller gemacht, mein Freund stand im Bett, der ist sofort in die Stube gekommen. So was ist passiert und ist gleich zum Tierarzt gefahren, weil die hatten auch nur bis 19 Uhr offen.
dann mit dem Hund, ich sage euch, mit dem Hund mache ich was mit. Naja, die haben den Hund dann erbrechen lassen und dann ging es wieder. Also es war dann alles raus, Gott sei Dank. Der Kleine war dann gestern Abend zwar ein bisschen so, naja, wie es halt dann so ist, wenn man mal, ne? Und war die gerechte Strafe. Ich sage es euch, der hat noch nie irgendwelches Zeug, was auf dem Tisch lag, irgendwie in die Mache genommen. Noch nie. Da konntest du selbst den Wurstteller liegen lassen, da ist der nicht rangegangen. Ich weiß nicht, was den Gaston überkommen hat, dass der da sich die ganze Packung Kinderriegel da runterholt und, also der hat die vom Tisch runtergeschmissen und dann hat er die Riegel rausgeholt. Und ich habe am Anfang gedacht, weil der hat so einen großen Schuh aus Rinderhaut, auf den kaut er halt immer rum. Und ich habe am Anfang gedacht, der macht mit diesem Schuh da rum, bis ich dann das Knistern gehört habe. Und dann dachte ich so, what? Ja, unser Hund ist teuer, waren dann mal ganze 50 Euro für mal schnell den Hund erbrechen lassen. Ich habe gedacht, was? 50 Euro dafür, dass die dem Hund Brechmittel gespritzt haben, ey. Naja, egal. Ich werde ja auch gar nicht so überreagiert, wenn er nicht dieses Alupapier gefressen hätte und wenn er nicht eh schon mit der Bauchspeicheldrüse eine Krankheit, also er hat ja eine Krankheit, mein Hund, der ist ja mit der Bauchspeicheldrüse, die arbeitet im Moment nicht richtig und er ist im Moment auf Diät gesetzt, der darf ja nicht alles essen. Und wenn das nicht wäre, hätte ich das Ganze auch entspannt gesehen, weil an Kinderschokolade ist ja jetzt nicht so viel Schokoladenanteil dran, das wäre dann auch nicht schlimm gewesen. Aber dadurch, ich sag's euch, ey, da bin ich echt ein Hypochonder, was meinen Hund betrifft. Naja. Guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr gerade schon gesehen habt, bin ich gerade mit dem Kleinen draußen und wir spielen ein bisschen. Ich hoffe, der Wind ist nicht ganz so schlimm. Und ja, heute ist Freitag. Ich habe frei. Ich muss dafür am Sonntag arbeiten und ja, ich habe schon Hausputz erledigt alles und ja, bin jetzt mit dem Kleinen draußen. Wir wollen dann nachher vielleicht noch essen gehen und ich wollte heute eigentlich meinen Kleiderschrank noch ausmisten. Ja, mal schauen, ob ich das irgendwie hinbekomme. Und die fünfte Welle, also der letzte Stern, der dritte Teil der fünften Welle, den wollte ich heute auch noch fertig lesen. Mal gucken, ob das was wird und wie das was wird. Und ja, ich bin da jetzt bei der Hälfte bei der letzte Stern und ich muss sagen, bisher ist das Buch ganz gut. Ja, mal schauen, was heute noch passiert. Ich will das jetzt hier gar nicht in die Länge ziehen. Ich spiele jetzt noch ein bisschen mit dem Kleinen. Und bis dann. Ich habe voll dreckige Hände. Uah. Dieses Frisbee-Ding ist total durchgesabbert. Down. Platz. Bäh. Wir haben gerade beschlossen, weil heute Freitag ist und mein Freund und ich beide frei haben, dass wir jetzt nochmal, ich habe die Kamera in der Hand, wo ich den Hund habe, dass wir nochmal kurz wohin fahren, einfach, dass wir nochmal rauskommen und wir wollen vielleicht nochmal zum Mediamarkt oder so, einfach nur mal so gucken, ob es irgendwas Schönes Neues gibt, vielleicht nochmal in der Buchhandlung vorbeigucken. Wir sind jetzt gerade wieder zu Hause rein und die Post war da. Ich glaube, mein Terminplaner ist da drin. Ich habe mir einen Terminplaner in Moleskine gekauft mit die Peanuts und mein Freund hat gerade angerufen. Auf jeden Fall kam jetzt gerade mein Moleskine-Taschenkalender, den ich bestellt habe. Und wir packen den jetzt einfach mal zusammen aus. Schauen wir uns den Kalender mal an. Der ist jetzt schon gültig. Ich war jetzt gerade irritiert. Der ist jetzt schon gültig von
Juli 2016 bis Dezember 2017, weil ich brauche jetzt echt einen Taschenkalender. Ohne geht nicht mehr. Ich kriege meine ganzen Termine nicht mehr in den Kopf gespeichert. Und ja, finde ich cool und er hat genau die richtige Größe, wie ich sie wollte. Da werde ich mich dann nachher drum kümmern und jetzt mache ich uns erstmal was zum Mittagessen und dem Hund was zum Mittagessen und ja, dann wollte ich heute eigentlich mich noch hinsetzen und zwei Videos schneiden. Dann wollte ich heute eigentlich Der letzte Stern fertig lesen. Dann wollte ich meinen Kleiderschrank ausmisten. Also irgendwas wird heute auf der Strecke bleiben, weil es ist schon gleich um 3. Also alles werde ich heute definitiv nicht schaffen. Aber mein Kalender ist da und ich bin so happy. Wusstet ihr, dass Stoffbeutel doch eher nur Handwäsche sind? Ich habe meinen Hugendubel-Stoffbeutel in die Waschmaschine gesteckt und er ist irgendwie auf die Hälfte geschrumpft. Also ihr seht das hier in der Kamera jetzt nicht so, aber dieser Beutel ist jetzt einfach winzig. Er hat jetzt die Größe für ein Hardcover, das kriege ich da noch rein. Scheiße, ey. Hallo, Schatz, ich bin hier. Kamera, jetzt. Ich schreibe mir gerade alles auf von der Auslösung und ich stelle fest, Paket 1 ist sehr beliebt gewesen, obwohl ich das ehrlich gesagt nicht gedacht hätte. Ich hätte eher gedacht, die wollen alle den goldenen Schnatz haben. Also er ist ja nicht golden, er ist ja silber, aber es ist ja so ein Art Schnatz gewesen. Aber Paket 1 ist sehr ist sehr begehrt. Habe ich dich jetzt? Ja. Ich hoffe, denjenigen, den ich ziehe, man kann meine Schrift dann lesen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Heute ist Samstag, der 15.10. und ich bin fertig mit Nerven. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Mein Hund hat gestern Abend wieder Bauchkluckern bekommen und ist die ganze Nacht rumgerannt, weil er Magenkrämpfe hatte und ich habe die ganze Nacht ihm seinen Bauch massiert und wir waren 4-mal draußen oder so oder 3-mal. 3-mal insgesamt waren wir draußen die Nacht und mein Freund kann auch nicht richtig schlafen und ich bin dann irgendwann mit dem Hund auf die Couch gezogen, damit wenigstens einer schläft. Unser Tierarzt hat zum Glück samstags auch offen. Und dann waren wir uns gleich beim Tierarzt, wo die aufgemacht haben. Er hatte wieder 3 Spritzen gekriegt und Antibiotika, was er ab nächste Woche nehmen muss. Und oh, das ist immer so anstrengend, mit dem Hund zum Tierarzt zu gehen, weil er weiß ja, was kommt, ne? Weil er jedes Mal eine Spritze kriegt, wenn wir hingehen. Naja, gelesen habe ich gestern auch nicht wirklich viel. Ich glaube, ich habe 20 Seiten gelesen bei Der letzte Stern, weil ich bin einfach nicht dazu gekommen, stets und ständig für irgendwas anderes. Irgendwer hat mich angeschrieben, irgendeiner wollte was von mir und wenn der nichts wollte, wollte wer anders was. Und es war gestern einfach so ein Tag, wo ich zu nichts gekommen bin, weil ich stets und ständig mit was anderem beschäftigt war und ich hasse solche Tage. Heute denke ich mir, leckt mich alle am Arsch. Egal, wer mir schreibt, den werde ich heute ignorieren. Und werde mich dann einfach nur in die Ecke legen, mir ein Buch schnappen und lesen. Weil ich muss meinen Harry Potter Abschnitt von gestern noch lesen und von heute. Und ich wollte ja gestern eigentlich Den letzten Stern beenden. Das versuche ich dann auch heute zu machen, weil ich dieses Buch ja endlich gerne fertig haben möchte, damit ich endlich was anderes lesen kann. Sonst rutsche ich echt in eine Leseflaute und das möchte ich nicht. Und ja, also wie gesagt, ansonsten werde ich heute nicht viel machen. Es ist jetzt 11:45 und meine Schwiegereltern kommen jetzt erstmal gleich und ja, dann schauen wir mal weiter. Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 16. Ich glaube ja. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ich muss ja heute ins Büro. Und sonntags ist da immer Gott sei Dank relativ ruhig und da ist auch nicht so viel Stress, weil da keiner von unseren Vorgesetzten da ist. Also von daher ist da heute alles ganz entspannt. Und ja, gestern habe ich noch Der letzte Stern zu Ende gelesen. Und ich muss sagen, das Ende war richtig gut. Es war anders als erwartet, definitiv. Und das finde ich ja sowieso mal richtig gut, wenn das Ende einen überrascht und das so ist, wie man nicht rechnet mit. Und natürlich sind am Ende einige Fragen offen geblieben. Und ja. Aber trotz allem bin ich ganz zufrieden. Das Buch hätte von mir auch 5 Sterne bekommen, wenn die Charaktere, also wenn die Charakterentwicklung anders gewesen wäre.
dann hätte dieses Buch echt volle 5 Sterne von mir gekriegt, aber so hat mir die Charakterentwicklung nicht so wirklich zugesagt und ja, gab halt nur 4,5 Sterne, aber ich fand es trotzdem richtig gut. Es war wieder wie der erste Teil, nicht so wie der zweite. Also man hat beim zweiten Teil echt gemerkt, dass es ein Übergangsteil ist. Und ja, mehr möchte ich zum Moment gar nicht dazu sagen. Gerade Mittagspause. Ich weiß nicht, wie laut ihr den Springbrunnen da hinten hört. Ja, ich mache gerade Mittag und habe jetzt schon ein bisschen in Bad Girls 3 gelesen. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Ich finde es besser als Band 1 und 2. Also bis jetzt gefällt es mir besser als die Geschichte von Gwen und Mike. Es ist einfach nicht so alles weiter hergeholt wie bei den ersten beiden Teilen. Das hatte ich ja schon so ein bisschen als mein Problem empfunden, dass es alles sehr weit hergeholt war. Und ja, bei der Geschichte ist es bis jetzt nicht so. Bis jetzt, wie gesagt, gefällt es mir ganz gut. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterlesen und dann ist meine Pause auch gleich um. Und ja, dann muss ich noch arbeiten. Und dann fahre ich heim und dann mache ich heute entspannt. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. You gon' like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine. Just imagine. I can see but you when you dance, dance, dance. Good, good creeping up on you, so just dance, dance.